Angeln wir heute noch etwas? Ja, sicher. Du hast gesagt, das Uferschmeissen gestern Abend. Hat er? Ich bin voll dran. Schau mal da unten. Schau das da unten an. Heiliger Holland. Das ist das richtige Zeichen. Für Dickbarsche. Ich bin nicht im Tripsitter da. Ich muss nicht sagen, es ist alles in Ordnung. Du hast das Herz verkackt. Kommen wir die dummen Hurensprüche. Wer hält das im Kopf aus? Man kann besser so. Aber ja, schauen wir wieder mal auf die Daten. Jetzt bist du gut, lass mich mal in Ruhe. Alter, was für ein Biss. Guten? Ja. Wirklich? Ja, eine Granate. Ein schummiger Sauhund. Kugelrot. Jetzt aber Schlag auf Schlag. Bist du parat? Ja. Nein! Dass ich das dann noch miterleben darf. Milch noch. Verhältnismäßig ist es noch mild. Wir hätten ja noch nicht mal den ersten Boden verrast. Hast du Ritalin genommen heute Morgen? Ich dachte, gerade zwei Ladungen, das kann er also flüchten. Ich habe es nicht genommen. Ja, nein! Weißt du, aus welchem Grund? Wieso? Dass ich dir bessere Vibrationen kann in den Köder geben kann. So, kannst du mir da etwas über die Anatomie vom See erzählen? Da geht das Loch durch ab, da geht das Loch durch auf. Wie tief ist das? Bis 1,50 Meter. Und da hinten? Bis 15 Meter. Aber wir finden, alles, was du erreichst, ist allerhöchstens so 8 Meter wahrscheinlich. Es wird ein Plausch. Also das Echolot zeigt da wirklich da hin. Es hat ein paar am Grund, aber die sind nicht wirklich gross. Aha, was ist das? Das sind keine grossen Fische, seht ihr? Da kommt wieder dein Zürichsee-Know-how von Echolot lesen. Das ist zum Kotzen. Das Echolot. Eine Technologie, die vor dem Ersten Weltkrieg gleich mehrere Staaten auf der Agenda hatten. Im Jahre 1916 gelang dem deutschen Physiker Alexander Behm dann der Durchbruch und erreichte das Reichspatent Nummer 3106900 ein. Mit Schallimpulsen, die vom Boot aus an den Gewässergrund gesendet werden, von dort abstrahlen und wieder zurück zum Empfänger gesendet werden, wusste man jetzt genau, wie tief es unter einem war. Heute ist alles ein bisschen raffinierter. Mit modernen Geräten kann man nicht nur die aktuelle Wassertiefe ermitteln, es lassen sich sogar ganze versunkene Schiffswracke, Bodenstrukturen und sogar Fischschwärme ausmachen. Aber nur weil man weiß, wo die Fische sind, heißt das noch lange nicht, dass man sie auch fängt. Look, ich sage immer, ein leeres Echolot ist immer ein guter Indikator, dass es nächstens ein 47er schrullt. Welche Farbe bist du am Fischen? Gott, ich fürchte Honig an. Ramoliv, denk. Du bist ja mit Olive Gold dran, oder? Gott, ich fürchte Honig an. Lieber Gott, wie habe ich das verdient? Ja, aber das ist ein kleiner. Ich erschrocken bin. Ich habe schon gemeint, es kommt eine Schule. Aber hey, gut, du hast schon ein bisschen Kontakte drin. Mal schauen. Ja, schau mal, das ist das zehnmal besser, als der Fisch von dir vorher. Ja, das ist so. Ja, hast du noch etwas lernen von mir, Jäger? Jetzt kommen wieder die dummen Hurensprüche, Mann. Wer hält das im Kopf aus? Könnt ihr es mir sagen? Du musst gar nicht schauen. Das ist der Start für den Tag. Oh! Ein Minifisch und du bist da schon wieder am Umschreien. Du schaust genau, wie ich es mache. He? Wenn ich da. Nein, mach ich nicht. Den Besen bewege. Nein, mach ich nicht. Ich habe mir nur überlegt, bin ich schon auf der Muschel oder nicht? Und nachher hast du mal auf die Fitze geschaut, um zu schauen, was mein Führungsstil ist. Nein, deine Fitze schaue ich nicht. Komm, das macht man einfach nicht. Das ist das Gleiche, wenn du Pisswar stehst. Kannst du mir das noch erklären mit dem Muschelfell, dass es das dann wieder auf sich hat? Du, im Winter, also da zumindest in Holland, sind die heiß auf die Muscheln. Weißt du, was ich meine? Das essen auch wir gerne Vongole. Das ist das richtige Zeichen für Dickbatschen.
Der Haken, das wissen auch die wenigsten, du mich in der Regel am Schenkel binden. Das ist geil, ja. Das sind andere Partizipierende auf dem Boot. Die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Ah, Kukus. Die wissen gar nicht, wie man so einen Offset-Haken am Schenkel unten bindet. Und dann, am Abend, am 9 Uhr, kannst du im Bett liegen, kannst sicher sein, kommst ein WhatsApp über, steht auf dem Display. Jäger. Du, Cedric, kannst du mir den Knopf noch mal schicken? Wie, so ein Scheiß. Am Schenkel kannst du binden. Ein kleiner Krebs, grosse Wirkung. Schau mal da unten. Schau das da unten an. Heiliger Holland. Ich habe das Muschelfell gefunden da hinten. Ist er dran? Ist er dran? Okay. Okay. Okay, ist okay. Er ist okay. Ja, ist ziemlich verrückt. Doch, ein super Fisch. Ja, es geht. Ja, komm jetzt. Also gut. So fange ich sie ja im Greifensee. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht der Überfisch, aber so kann es weitergehen, würde ich jetzt mal sagen. Sadele. Heiland. Also ist ein Kekse in die Sure Carolina Rig, gell? Da ist ein schönes Tungsten dran. Ein Perleli, ein Wirbeli, noch ein bisschen Fluoro und ein Haken. Einen sogenannten Offset-Haken. Und da machst du dein Gummifischli dran, dein Softbait. Der Softbait. In den späten 1940er Jahren arbeitete Nick Cream, ein begeisterter Angler aus Ohio, an einer Idee, die das Angeln für immer verändern sollte. Damals fischten viele Barschangler mit lebenden Nachtwürmern. Aber das Wühlen nach Würmern nahm Zeit vom Angeln weg. Und die Köder gingen oft gerade dann aus, wenn die Fische zu beißen begannen. Cream dachte, er könnte dieses Problem lösen, indem er einen realistischen, künstlichen Wurm erfand. Zusammen mit seiner Frau Cosma begann er also zu experimentieren. Nach monatelangem Ausprobieren stellten sie aus Pigmenten, Ölen und Kunststoffverbindungen auf ihrem Küchenherd einen künstlichen Wurm her, der sich weich und lebendig anfühlte. Und so war 1949 das Geburtsjahr des Wiggle Worm, eine Revolution im Bereich des Weichplastiks. Im Laufe der Zeit hat sich der sogenannte Softbait bei den Anglern rund um den Globus etabliert. Mittlerweile ist sogar eine ganze Industrie daraus entstanden. Es gibt tausende verschiedene Marken, Arten, Formen und Farben. Schließlich muss ein Köder auch immer zuerst den Angler im Laden überzeugen, bevor er überhaupt einen Fisch fangen kann. Bisco. Oh. Ein Fisch? Ja. Geil. Ein guter? Nein. Ich würde es dann also richtig durchbeugen. Aber also so schlecht ist er nicht, he? Aber kugelrund sind sie. Mhm. Du, Gugeli. Alles Gute. Lutsch der Grossmutter an. Sollen wir vorbeikommen? Das ist der dümmste Spruch, den jeder Fischer je sagt, wenn er einen kleinen Fisch fängt. Lutsch der Grossmutter an. Alter, die haben kein Telefon. Schau den Gummifisch an. He? Siehst du es? Der fängt jetzt gerade noch mal einen. Ja, aber das ist ein kleiner. Ist okay auf jeden Fall. Ja, mach Bremse auf. Mach Bremse auf. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Ja, ganz kurz. Er wird um die 40. Nein, das ist mehr als 40. Gut. Seh dich gut. Petri. Schau mal, wie gehakt. Herrlich. Grande Vista. Grande Vista. Ja, guter Fisch. Sehr schöner Fisch. Du hast den jetzt einfach wieder zurückgelassen. Guck mal, die Schnurren, dass die sich reinlassen. Geil, hä? Topfisch. Aber richtig. Petri. Okay, jetzt sind wir langsam angekommen. Jetzt haben wir das Rezept herausgefunden. Und dann, tat, noch die Schnurren. Aber nur noch. Aber weißt du, wir sind schon verwöhnt. Wir fangen hier 39er Fisch und sagen keine Möcke. Weil wir suchen halt. Wir wissen nicht alle, was wir suchen. Also sorry, selbst im Zürichsee ist ein 39 kein Mocken. Gehen wir nicht an den Schrullenspot? Haben wir? Ja. Also komm, gehen wir an den Schrullenspot. Du hast recht, jetzt hat es mich auch genommen. Ich steige Zürich 50, wir gehen! Also da ist es sehr idyllisch. Das ist eigentlich
Da musst du picknicken mit der Frau. Ja, das ist auch kein Monsterbarschum. Das ist viel zu idyllisch. Schau mal, du, wie heisst das bei Herr der Ringe? Das sieht aus wie im Auenland. Auenland, Mordor. Du, sag mal, was machst du mit dieser Route? Hä? Was ist? Oh, jetzt bist du schon ein verdammter Amateur. Gott, hilf mir. Schau mal. Weißt du, früher, als ich angefangen habe zu fischen, da haben die Höcke noch keinen Vorfach dran gehabt. Da haben wir Plättli-Höcke gebunden. Ein Jäger, wenn du von Plättli erzählst, dann meint er, du redest vom Chatterbait. Das hat er gar nicht. Das ist natürlich auch nicht seine Zeit. Gute Kopfschläge. Kommst du jetzt wieder mit einem Hecht um die Ecke, oder was? Ich weiss nicht, das könnte schon sein. Hecht oder brach's mir? Ja, irgendwie. Das ist ein Tender. Oh. Mach auf. Ja. So tenderig ist er nicht. Doch, schön. Oh. Ist okay. Und tschüssi. Was hat er sich da eingewickelt? Ein kleiner Hecht, mach schnell, sonst ist der Hocke weg. Ein Hechtli. Und er hat gemeint, das geht los mit dem Hecht. Ja, jetzt habe ich wirklich. Und dann holst du erst mal das Pumpfritt auf dem Grund unten rauf, oder was? Ich bin echt tausend angekommen. So klein, schon voller Zähne. Wir wollen nichts zu tun haben. Da habe ich es gefallen. Ja, wir schauen, dass wir an den kleinen Fischen vorbeifischen. Ja. Sie dürfen jetzt ein bisschen grösser werden. Er ist schon ein bisschen grösser, gell? Dann musst du aufhören fischen. Auch kein schlechter. Aber auch nicht der beste. Ja. Guten? Ja. Ah, endlich. So verrückt ist er nicht, aber es hat einen guten Einschlag gegeben. So. Die schaltet an. Oh, 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 oh. Und tschüss. Ist okay. Kann der mit schaffen, oder? Ich würde sagen, wir geben uns noch da bis um 3:45 Uhr, dann geben wir unseren Spot. Mhm. Oder? Muss jetzt schauen, was bis um 3:45 Uhr da passiert. Ja. So, Jungs. Das war wieder eine Entscheidung. Wir sind weggefahren von einem Spot, der Fisch gebracht hat. Leider nicht die richtige Größe. Wir brauchen Köfferen. Jetzt gehen wir nicht heim. Nicht suchen, Fische. Sind schon da. Es hätte nicht sollen sein. Leider hat sich der Spotwechsel als einen folgenschweren Fehler herausgestellt. Vor kurzem haben die beiden Jungangler Jonathan und Cedric noch einen 25er nach dem anderen verhaftet. Am neuen Spot ist aber... Alter, was für ein Biss! Nein, ich war am dummen Schnurren. Hast du eine Banane mit auf das Boot gebracht? Es ist verboten! Auf jedem... Das weiss man einfach! Geh, Gubus! Nein, du bringst... Nie eine Banane auf ein Fischerboot. Bananen. Der Bananenaberglaube ist bei Anglern rund um den Globus verbreitet. Es heißt, wer eine Banane an Bord eines Schiffes trägt, bringt Unheil und Pech über die ganze Crew. Dieses beginnt beim Garnichtsfangen, über kleine Fische bis hin zu defektem Angelgerät und Motorenschäden. Der Ursprung dieses Glaubens geht auf den karibischen Handel im 18. Jahrhundert zurück. Die hölzernen Segelboote mussten sich beeilen, damit die geladenen Bananen nicht verdarben. Den Fischern an Bord fiel es dementsprechend schwer, bei diesem Tempo überhaupt einen Fisch zu fangen. Einige Bootsführer belächeln den Aberglaube mit einem Augenzwinkern. Andere jedoch werden dich auffordern, deine Bananen an Land zu lassen oder über Bord zu werfen. Nicht umsonst sollen auf der Titanic 1000 Bananen gewesen sein. Also, Gugus, wer sagt das? Jeder weiß das! Auf dem ganzen Planet! Hör auf! Tu die Bananen weg! Du bist fast weg! Ich zeig dir jetzt mal Fische mit Bananen.
Jetzt ist sie weg, jetzt können wir anfangen. Thunfisch und Weinbrand. Apache. Sorry, wer frisst denn noch Thunfisch? Du? Das meine ich. Da läuft er schon über den Thunfisch. Was kommt als nächstes? Karpfen? Den Platz siehst du vom Eck. Ja, dann gehen wir jetzt halt zuerst nicht unsere Zeit verschwenden. Hör auf, Mann. Nein, hör auf, jetzt fängst du wieder so an. Hallo. Hallo, Ali. Ali, hallo. Wenn wir schon da sind, machen wir es heute wieder. Wo weißt du, das ist ein traurig leer. Guckeli. Und wie du gesagt hast, 3 Würfe jeder. Also wenn wir den Elektromotor da schon anfangen zu rufen, in der Hauptströmung. Ja, wir machen keine Szene draus, komm. Immer die Diven an Bord haben, das ist nicht zum Aushalten. Der Cedric ist halt ein kleiner Morgenmuffel. Man muss einfach damit klarkommen, dann kommt das schon gut. Dann kann man mit ihm eigentlich ganz gut umgehen. Aber am Morgen. Der braucht einmal ein bisschen Schuss. Nicht prägen, Cedric, nicht prägen. Die Führer stinken wie ein toter Iltis. Fisch? Erst Wurf, ja, Fisch. Also er macht zu viel Kopfschlag für einen Grossen. Aber es ist der erste Wurf. Schau mal. Und der sagt, ich soll dahinter rühren und fängt auf der anderen Seite Fisch. Die Kollegen musst du eben finden. Schau mal. Zetti! Fängt er schon Zetti, ist schon glaub. Leute! Am Obersee fängst du grössere. Hey! Petri? 2 Spätis heute Morgen. Nach 3 Minuten Fischen? Sag das, heute wird es gemeingefährlich. Fisch. Gut, ne? Ist okay. Das ist also nicht schlecht. Wow! Hast du es gesehen? Ja! Das ist gefährlich, das ist der Nico. Wenn man 1 Meter hecht, hinten reinkommen, hat man sich schnappen. Ja, das ist ein schöner, der. Aber das muss. Das muss grösser. Fisch, Jungs! Wir haben sie gefunden! Es ist wieder so weit! Perch One Route? Ja, ist Perch One Route. Ich sage, es sieht gut aus. Sieht gut aus! Es sieht gut aus. Ja! Ja, guten Morgen mit! Grüezi! Schön sind Sie an Bord! Oi, oi. Hey, liebe Holland! Ja, gutes Märkeli! Ja, ist gut, hä? Ist ein schöner Fisch. Aber den lassen wir jetzt auch wieder gehen. Ade! Weil was ich jetzt mache, ein bisschen frisieren. Das ist ein Geheimtrick seit dem Jäger, um die extra kleinen Fische zu überlisten. Ganz im Gegenteil. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Das bringt gerade Fisch. Oh je. Yeah. Also, das sind noch kleine. Schnell weg. Ja, schnell weg. Wo sind sie? Ja, da sind sie gumpert, dort sind sie gumpert. Einfach mal schmeißen. Wir brauchen jetzt so einen Oh mein Gott Fisch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also komm, fort. Da hat's Fisch, heiliger Holland. Das sind die Möcke, schau. Das sind runde Kröpfe. Oh, Christle. Jetzt hat der Prachs mir wieder gefunden. Nein. Besser? Ja, mit das schütteln, das ist ja wieder ein Hecht. Nein. Das ist besser.
Er ist nicht ein Überfisch, aber er ist besser. Ich würde sagen 35. Setti. Schön. Du, der ist doch nicht 35. Und glaubt gerade am Fischertag. Eine Granate. Ein schaumiger Sauhund. Ja. Aber jetzt lassen wir den wieder schwimmen, sobald er da wieder Power hat. Bam. Fisch. Gut, ne? Ja. Hä? Super UL. Wow. Nicht verrückt. Wow. Das ist ein guter Gucker. Nein, ist nicht verrückt. Wirklich nicht verrückt. Doch, das sagt er nur. Das sagt er nur, weil er hofft, dass es wirklich ein guter ist. Alter, das ist ein guter. Hä? Nicht verrückt. Dann kannst du ihn selber machen. Das ist jetzt kein schlechter. Oh, der feine Rute ist ein Top. Schau mal, das ist ein richtig kleiner, kompakter Fisch. Fisch, ja, das ist wieder nicht der Beste. Jetzt haben wir es gefunden. Jetzt aber Schlag auf Schlag. Ja, ist ein schöner. Bewegt Bild ist nie Photoshop. Oh, gut. Guter. Okay. Der ist besser, ne? Oder bist du wieder am Lügen? Zack. Jetzt sind wir drin, Kollege. Verarscht er uns wieder? Der macht nicht mehr so Kopfschläge. Der sieht gut aus. Hä? Oh nein, verarscht er uns wieder. Hey! Das ist ein guter Fisch. Muss ich einen Fäumer oder nicht? Nein. Ah. Nicht sicher, würde ich den Fäumer. Nein, sag jetzt. Komm. Top Silber. Hat er gebracht. Hä? Sag ihn jetzt mal. Alter, der ist gut Pass auf mit dem E-Motor, gell? Super Biss, Leute! Immer da die 35er Gaben machen. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Kann ich weiter rauchen. Bäm! Wenn man sich mit diesen Fischen nicht zufrieden geht, dann ist man wirklich ein armer Trop. Da sind wieder alle Synapsen durchgebrannt. Jetzt kann ich den flüstern. Dort, wo der 35er hockt. Ist der 45er nicht weit? Das kann ich so eigentlich nur unterschreiben. Die schwirren jetzt hier ein bisschen am Land umeinander. Sag das. Meinst du, die sind vorgezogen? Die ganz Grossen sind dort im Flachwasser. Luftdruck auf, Luftdruck ab, Sonne, Regen. Rausfahren, gehen fischen, nichts fangen, wieder heimgehen. Jungs, es muss rassig gehen. Jetzt haben wir schon 10. Da sind. Bravo. Aber jetzt aber ganz zügig. Ja. Jetzt müssen wir die Fische auch ein aus der Reserve locken. Blue Flakes, natürlich mein absoluter Favorite. Und dann noch so das Peak and Rust. Oh mein Gott. Jetzt pöppeln wir den Sieg über den Grund. Ich bin gerade in einer absoluten Todeszone angekommen. Jetzt ist es 12 und 3. Kannst du mit der Frau Brotz Kaffee trinken? Um 3 wissen wir, wo wir hingehen. Wo? Ja, du weißt es. Am Kleinfischspot. Bravo, Schild. Der Spinne ist sogar im Gesicht. Wirklich? Wir haben ein Spinnenproblem auf dem Boot. Irgendwo ist so ein Kokon geschlüpft mit Tausenden von Spinnen drin. Ich glaube immer noch, dass es bei dir die Sicher aus den Ohren rauskommt. Wir finden die aktiven Fische einfach nicht mehr. Und ich habe Spinnen auf dem Kopf. Jetzt sind sie dafür geschwommen. Fisch. Was? Das bin auch auf dieser Höhe. Schau mal, der Fall. Ja, das ist perfekt. Wir fahren zum vierten Mal heute ein Boot da. Jedes Mal müssen wir schauen, ob die Fische da sind. Jedes Mal sind sie da.
Jedes Mal müssen wir mit dem verdammten Hurrikan über den Nackel drüber fahren, dass die dann auch genau schnell hochschauen können von 5 Metern. Die beiden Flöcke sind wieder eingefahren. Fangen wir keinen Fisch so. Aber ja, schauen wir wieder mal, ob sie da sind. Schauen wir, ob sie da sind. Aha. Was sagt das Echolot? Ja, sie sind da. Sind wir ihnen über den Ring gefahren? Nein, sagen, das sind sie nicht. Wenn wir da gestanden sind, hätte ich da überführen. Das sind sie nicht. Jetzt sind sie da. Ja, bravo. Sind sie unter dem Boot? Ist gut. Klar, gerade runter. Ja, kannst gerade runter. Wie ein Wedischwil auf dem Steg, so. Nichts. Ja, sie sind da weg. Oh, nein. Ich habe mich da noch bedient. Ist etwas getroffen. Guten. Wow. Das ist ein guter. Guggeli, das ist ein guter. Ruf, hey, weg. Das mit dem Vollmer, ich will mit dem Vollmer. Oh, das Monster! Nein. Macht der da noch einen Tanz mit uns? So. Das sind Hechte. Eigentlich das, was wir nicht wollen. Ja, das ist eben der Grund, warum man kein Hecht ist. Man schneidet einem einfach immer die Pflanze auf diesen Weg. Was? Die rastet halt aus. Du kannst schon nicht die richtigen Tricks. Du musst denen die Augen verbinden, wenn die rauskommen. Einfach schön die Hand drauflegen, dass es dunkel wird. Dann fahren die runter. Dann kommt das gut. Du, aber wenn einer angreift, dann kommt, dann sage ich ihm auch. Du hast einen Tipp, wo fange ich täglich? Ich sage, du gehst am besten wieder heim. Baby, leck doch den Katzen am Arsch. Jetzt werden ein paar Greifensee-Fischer hässig. Wenn dann Silbi. Tätscht noch. Der tätscht noch. Von 10 bis 15 Sand ist alles dabei. 1,9 Meter. 1,8 Meter. Guten? Ja. Wirklich? Ja! Nein! Doch! Ich verreck! Das ist ein Rest. Geil! Drauf eben! Weißt du, kommt da ein Hecht, oder? Das sage es ein 38er. Nein, das ist kein 38er. Das ist ein guter Schrot. Ja. Uff, guter Fisch. Ja. Guter Fisch. Bring den, bring den, bring ihn. Guter Fisch. Petri. Wir haben schon mal heimgehen. Das war der letzte Wurf. Ja. Kugel rund. Boom. Nein. Doch. Richtig Speed. Genau wie die vorne, die ich auch aufgeholt habe. Auf Speed. Komisch. Wir müssen mal mit den Dartschicks hier auftauchen. Die Spinnen. Wo kommen die Spinnen her? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie kommen jetzt von dir. Glaubt ihr, das kommt kaum bei dir? Schlüpft alles. So, heute ist wieder gestern und gestern wird morgen. Verstehst du es sich leider? Ja, aber schon ist mit dem Scheiß. Was hat das Wetter geschlagen? Das Wetter ist herrlich. Schau das mal an. Es ist ein Traum. Ja, aber kommt sogar Schiff. Nein, schau mal, schau das Wasser an. Schau mal, ruhig. Enteteich. Enteteich. Nein, es ist nur noch schön. Schau mal die Stimmung an. Willkommen im Auenland. Heute kommen die Guten raus, das kann ich sagen. Schlimmer beim Fisch ist ja. Man hat immer das Gefühl, man sei am falschen Ort. Momentan habe ich nicht das Gefühl, ich bin am falschen Ort. Hast du ein gutes Gefühl? Ich habe ein gutes Gefühl. Super. Ich bin du? Ja, ich eigentlich auch. Jetzt bist du am falschen Ort. Mich besteigt langsam das ungute Gefühl, dass da heute kein Tender rausgeht. Jetzt schon?
sind 15 Minuten am Fischen. Nix. Aber los jetzt. Jetzt habe ich hier die Schnauze voll an dem Spot. Jetzt war genug Seli-Spot gefischt. Jetzt gehen wir mal an meinen Spot. Wo ist dein Spot? Das zeige ich dir. Jetzt lass mich noch schnell den Wurf machen. Und dann mache ich auch noch einen. Schau mal. Ich komme mit dem Fäumer. Das ist dein PB. Das ist dein PB. Hör auf! Petri. Krass, Mann. Knallt der da so früh? So eine Schrulle raus. Hey. Hey, hast du gar kein Foto machen, oder was? So, gehen wir rüber. Hör auf. Nein, Gugi, jetzt fahren wir da. Nein, jetzt bleiben wir da. Sind wir nachher dort, wo er gebissen hat? Nein, jetzt bleiben wir da. Wir nein, jetzt bleiben wir da. Du kommst jeden Tag mit der gleichen Scheissfarbe um die Ecke. Fangst jeden Tag nichts. Jetzt? Ich zeig dir nachher mal nichts. Kann man jetzt mal kurz einblenden hier. Schau mal. Hm? Was machst du jetzt, so einen Schrimper? Ja. Plan? Besser. Die wenigsten wissen, hier oben noch mal ein bisschen reinlassen. Gerade auf der Muschelbank. Komm, kannst du aufhören rumfahren? Ich komme mal fischen. Jetzt bist du gut. Lass mich mal in Ruhe. Schau, ich hole jetzt die Richtung. 4,70 Meter Vorfach. Schau jetzt. So etwas lernst du schon in Wedischwil am Steg. Gugeli, kannst du mir sagen, jetzt, schau, was ich meine? Kannst du einfach anhalten. Jetzt muss ich den Nasenkrebs montieren. Da. Ich glaube, das ist kein Fisch. So, Achtung. Alter! Was damit aufgekommen ist mit den Muscheln? Geht regen. Ein kleiner Krebs. Hat er. Ah! Er hat richtig Power hinter. Ja, los! Hat er mich einfach schon zwickt, die Sau. Da tue ich immer die Spuren lesen im Wasser. Da sehe ich, der Mr. Krebs ist unterwegs. Was fisch ich? Der Mr. Krebs. Und dann habe ich hier die Farbe angeschaut. Von diesem Krebs habe ich hier 1 zu 1. Seht ihr das, die Übereinstimmung? Dann musst du dich nicht mehr fragen, wieso ich die 42 hier rausscherbele, als gäbe es kein Wort. Adieu miteinander. Brauchst du Fäumer? Hä? Ich würde mal suchen. Nein, ich kann ihn da. Der ist aber gut. Er wird schwerer. Hä? Je näher er kommt. Guckeli, was haben wir da? Jawohl! Wow! Wow! Jawohl! Krebsli! Ich glaube, wir bleiben da. Der Krebs da. Der hat er aber sowas von wollen. Der kleine Köder. Ja. Der Fisch. Guter Fisch. Super Fisch. Und da geht er. Geil. Geil. 43 raus haben wir. 10 Sekunden später siehst du uns durchs Bild fräsen. Immer auf der Suche nach noch 10 cm mehr. Das ist nicht normal. Es ist einfach alles eine Fehlkonstruktion nach diesem Boot. Gestern hast du noch posten. Das ist eben, weil du diese scheiß Banane auf den Korn gebracht hast. Nein, die Banane ist weg. Das ist nur Scheiße am Boden. Die Banane ist weg, fort, keine Banane. Los jetzt. Nach dem Wurf suche ich die Fisch. Das ist ein alter Wels. Das Boot ist so leer. Wie meine Motivation. Das hat er nicht so nein. Der ist gut. Schöner Fisch. Ja. Der ist gut. Ja, ein guter. Nein, nein. Geh jetzt. Geh noch mal in der Schule reingelaufen, du. Heiliger Holland, schau mal. Da haben wir sie. Zum Glück sind wir noch mal hier gekommen. Das kannst du laut sagen. Gut, okay, das ist noch mal ein Knaller. Wow. Hä? Das ist noch mal ein Knaller. Ja. Richtig Belly hat er. Schau mal, sie sind richtig am Jagen. Schau, was er rausgespuckt hat. Du hast erneut zwei Spinnen umgeringt.
Der ist ein bisschen schwerer. Jetzt sieht es gut aus. Okay, Jungs. Kamerad Schwungrad, jetzt sieht es gut aus. Aber Gröber, der hat ein bisschen mehr Power. Ui, ui, ui. Bist du bereit? Bist ja. du bereit? Ja. Nein! Ist das echt ein Egli gewesen? Wenn das ein Egli war. Ja, es ist ein Egli. Nein, sag es nicht. So etwas. Warum kannst du nicht einmal ein bisschen oben holen, wenigstens? Es war ein Egli. Doch. Ich bin nicht im Trip seit da. Ich muss nicht sagen, es ist alles in Ordnung. Du hast das Herd verkackt. Meinst du? Ja, nicht. Bremse ich mich aufmachen, irgendetwas. Ich muss da ein bisschen rumrauschen lassen. Statt jetzt ein Schlitt, dass ich. Nein, ich kann ihn wollen sehen. Ja, ich kann ihn auch sehen. Ich hätte ihn nicht hier auf die Schuppe legen. Wenn du ein bisschen mehr Feingefühl gemacht hättest, hättest du ihn drin. Fehler gesehen. Bist du der Spider-Man? Habe ich sie so wieder umgedrückt? Da hinten, an den Kabeln, wieder zwei Stück. Ja, wie sie kommen von der Jacke. Einmal hinsitzen auf das Boot, du bist am Arsch. Ich glaube, wir müssen mal verschieben. Aber nicht weit. Du 10, 15 Meter. Dort durch. Hey, ich bin langsam müde. Ja. Da habe ich Muskelkater im Arm. Viel Fisch gefangen heute. Du hast den Muskelkater im Kopf oben. Also, wenn ich den Fisch verloren hätte, ich sag dir. Ich wäre ein Brüder. Dann kannst du dich aber direkt anmelden, fürs fängst du ins Oberstübli. Ja. Guten. Guten, guten. Guten Fisch. Oh, der ist wirklich stark. Der ist stark. Nein, jetzt ist er nichts mehr. Doch, 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 doch. Er mag den geben. Wir lohnen einfach, zieht er sich auf. Bravo! Flach, ganz flach. Das ist nochmal ein guter Fisch. Kurz vor dem Schluss. Ich bin bald heim. Aber sieht gut aus. Toll. Geil. Der steht in Wiener 1. Und? Ah! Jetzt können wir aber mitreden langsam. 39 hat er. Ich glaube nicht, dass der klein ist. Schau hier. Bumm! Sind wir von diesem Planeten oder sind wir von diesem Planeten? Jepa! Rollenalarm! Auch wieder. Bumm! Ganz vorne gehakt. Ja. Der ist klein und kompakt. Ja. 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 Okay. Okay. Das sieht. Jetzt einfach, wenn er nicht loslässt, dann haben wir. Otter, jetzt musst du. Ich bin ready mit dem Fäumen. Okay, der Zinker. Jäger, der Zinker holst du mir jetzt rauf. Den Zinker will ich jetzt sehen. Zeig mir den Zinker. Zeig mir den Zinker. Bring mir den Zinker hier rauf. Hast du uns? Was für ein Zinker! Was für ein Zinker! Oh, zum Glück! Lassen wir noch ein bisschen entspannen. Das ist es gsi, der letzte Wurf. Der ist auch am letzten Wurf. Was willst du eigentlich noch mehr? Wahre Worte. Das ist ein rechter Schropp, den ich da gefangen habe. Jetzt gehen wir heim. Also ich habe es gesehen. Es war anstrengend, aber. Anstrengend und schön. Anstrengend und schön. Soll ich den Mock ablassen? Ja. Nein, der 40 PS. Ade Messi! Achtung! Ich sag dir, wo wir heute Abend gehen essen. In diesem scheiß Kaffee hat wahrscheinlich nur der New Yorker.
Oder hat der Kameramann sein Natter schon dabei? Nein. Geil. Muss man dem Kameramann heute wieder im Telegram ein Zertifikat abladen? Das gefällt. Dann findest du sicher eins. Dass wir wieder mal richtig einkehren können.